heute war da der Abend, den ich so herbeigesehnt hatte, um das große Finale einzuläuten. Alles war perfekt vorbereitet und Bankdirektor Chirac saß in der ersten Reihe. Kein Wunder, er hatte eine Freikarte. Eigentlich tat er mir ein bisschen leid, aber er ist ja selber schuld daran mit seiner Besserwisserei. Das Spiel hat begonnen, eigentlich schon vor 5 Wochen. Madame, um Gottes Willen, sind Sie verletzt? Soll ich nicht lieber einen Krankenwagen rufen? Sind Sie verletzt, Junge, ich habe mich zwar furchtbar erschreckt, aber keinen Kratzer. Oh, es tut mir leid. Weil am Steuer sind blutrünstige Bestien. Nein, normalerweise fahre ich sehr vernünftig. Aber Sie kamen so schnell aus dem Haus und außerdem war ich für einen Augenblick abgelenkt. Es tut mir leid. Verzeihen Sie, es ist meine Schuld. Das will ich auch gar nicht zu leugnen versuchen, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich nicht anzeigen und wenn wir uns gütlich einigen. Verzeihen Sie mir. Natürlich, aber nun beruhigen Sie sich erst einmal. Ach, danke. Piratin, diese Frau ist eine Straßenpiratin. Philipp, halt den Schnabel. Und Ihnen würde ich empfehlen, sich heute nicht mehr ans Steuer zu setzen, mein liebes Kind. Sonst passiert doch noch was. Ja. Ach, hören Sie. Ich erwarte Sie morgen. Um 5 Uhr in meiner Villa. Sie werden so nett sein, Philipp Ihren Namen zu geben, denn ich möchte sicher sein, dass Sie auch kommen. Und du gibst ihnen unsere Karte, Philipp. Verstanden? Also auf morgen. Und pünktlichst. Na, wird's bald. Los, Papiere! Verfluchte Warterei. Jetzt sind wir schon über 3 Stunden weg. Das dürfte doch wirklich nicht so schwer sein, Roberts Flitze im Handel drin zu verkaufen. Ich hab's ja auch geschafft. Hoffentlich haben die ein bisschen mehr rausgekriegt als ich. Mich hat der Kerl ja ganz schön über den Tisch gezogen. Hat meine Notlage ausgenutzt, dieser miese Gauner. Die haben sich so auf den Urlaub gefreut. Cannes, die Riviera, High Life mit allem, was gut und teuer ist. Na, für ein paar Tage hatten wir es ja auch. Gerade lange genug, um auf den Geschmack zu kommen, aber es ist nur ein schwacher Trost für den herben Abstieg vom 5-Sterne-Hotel in diese billige Bruchbude. Und wenn die jetzt nicht bald mit den Kohlen aufkreuzen, kriege ich einen Rappel und dreh durch. Und wer ist schuld daran? Natürlich Paul mit seinem unfehlbaren System. Der hockt schon wieder da und brütet was Neues aus, als ob unsere verkorkste Lage ihn gar nichts anginge. Der ist an allem schuld. Ach, Quatsch. Wir sind alle selber schuld. Wir hätten ja nur nicht mitmachen brauchen. Und ich tu's auch nicht mehr. Das schwöre ich. Na endlich. Das wurde aber wirklich Zeit. Habt ihr ihn verkauft? Mhm. Und einen anständigen Preis rausgeholt? Naja, berauschend war's nicht. Ihr habt wohl unterwegs noch gefeiert, oder warum hat das so lange gedauert? 26.000. Mehr war nicht zu kriegen. Und was machen wir jetzt? Auf keinen Fall mehr spielen. Und außerdem habe ich sowieso die Schnauze voll von diesem sogenannten Traumurlaub. Ich fahre nach Hause und ich will meinen Anteil. Na komm, nun spiel nicht gleich verrückt, Lucien. Wir müssen aber sofort abfahren, sonst landen wir alle noch in der Gosse. Ich steige in den nächsten Zug nach Hause. Wir können doch nicht nach Hause fahren. Erst wenn er alles verspielt hat, noch haben wir eine Chance, alles wiederzuholen. Daran glaubst aber auch nur du. Wenn man dich streiten sieht, könnte man glauben, wir wären niemals Freunde gewesen. Und dabei hat es so schön angefangen. Bis auf meinen kleinen Rempler mit der Mülltonne. Aber das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass er total auf dich abgefahren ist. Oh nein, das glaube ich nicht. Das ist für ihn bloß ein Flirt. Bis jetzt hat er noch nicht mal versucht, mehr von mir zu kriegen. Du verstehst doch überhaupt nichts von Männern. Ich sage dir, der liebt dich bis zum Wahnsinn. Hey Alex, ist viel hin? Oh nein. Oh Mann, sieht das brutal aus.
Denkst du, der Schaden ist so groß, dass Alex so nicht weiterfahren kann? Na, fahren wird er schon noch können, aber das ganze Vorderteil muss erneuert werden. Das ist sauteuer. Ja, Flucht der Mist. Hallo, Paul. Hallo, Robert. Nun schaut doch nicht so tierisch ernst. Alex hat den Wagen prima hingekriegt. Jedenfalls kann er fahren. Genau. Ich kann fahren und mit der Reparatur warten, bis wir wieder zu Hause sind. Oder ich verkaufe ihn alles abstraktes Kunstwerk. Darum nicht. Er sieht wirklich aus. Aber es ist eigentlich was Wichtiges kaputt und er kann fahren. Ich bin nicht. Ein Glas Milch. Und mir ein Cappuccino. Maracuja-Saft mit Wodka. Maracuja haben wir nicht. Vielleicht Pfirsich. Naja. Noblesse oblige. Fängst du schon wieder an? Fangt nicht an zu streiten, bitte seid frisch. Stimmt. Freuen wir uns auf einen Monat Ferien und Vergnügen. Auf einen unbeschwerten Urlaub. Stellt euch das einmal vor. Einen Monat lang ausschlafen und keine andere Arbeit als Highlife, Spielen und Liebe natürlich. Liebe mit wem? Ach, mit wem es sich gerade ergibt. Wir sind ja nicht verheiratet miteinander. Das könnte ganz interessant werden, nicht, Katrin? Hey, 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 nur mach mal halblang. Das kann ich auch zu Hause haben. Wir sind wegen was anderem hier. Wir wollen in der Spielbank absahnen, klar? Ja, du hast doch getönt, dass dein System unfehlbar ist. Unfehlbare Systeme existieren nicht. Sonst könnten alle Casinos der Welt schließen. Aber meins hat noch niemals versagt. Und die Kasse? Wie wird die verwaltet? Am besten schmeißen wir alles in einen Topf und teilen es dann untereinander gleichmäßig auf. Die Gewinne meinst du? Was denn sonst? Dafür muss aber jeder vorher den gleichen Betrag einzahlen. Es muss aber auch jeder mitspielen. Natürlich. Ihr müsst euch nur an mein System halten. Aber was Spesen, Hotelkosten und so weiter anbetrifft, wie teilen wir das auf? Seine Privatausgaben wird jeder selbst zahlen. Ich finde, so ist das nur gerecht. In die Spielkasse zahlt jeder den gleichen Anteil ein. Und kriegt den gleichen Gewinnanteil. Das haben wir begriffen. Wir brauchen keine Nachhilfe in Buchhaltung. Ich will nur, dass wir uns einig sind. Und dann redet ihr dauernd von Gewinn, aber was ist, wenn wir dabei verlieren? Du hast doch gehört, wir können gar nicht verlieren. Na gut, dann schlage ich vor, dass wir uns erstmal ein Hotel suchen. Okay. Aber eins vom Feinsten. Ich bin fürs Karten. Ich bin dabei. Ich auch. Ich auch. Und du, Katrin? Na komm schon, Katrin, entscheide dich. Okay. Sieh dir die Aussicht an. Echt super ist das hier. Kommt einchecken, die Gegend ist nachher auch noch da. Also ich glaube, in dem Kasten kann man es aushalten. Ich brauche jetzt erstmal ein Bad. Oh, baden gnädigste lieber in Champagner oder in Eselsmilch? Solange man spielt, soll man die Finger von den Frauen lassen. Die bringen einem das schönste System durcheinander. Nur ein kleiner Fehler und alles ist im Eimer. Und das ist keine Frau wert. Findest du? Hey, Lucien, du siehst ja stark aus. Das darf ja nicht wahr sein. Du bist der Beweis für meine Theorie. Kompliment, Lucien, da bleibt einem glatt die Luft weg. Okay, jetzt fange ich aber wieder an, Robert. Habt ihr schon was vor? Noch nichts Bestimmtes. Paul wollte sich erst mal umsehen. Zuerst hier und dann im Casino von Monte Carlo. Und danach will er berechnen, wie er sein System am besten einsetzt. Ja, er meinte, wir sollen uns hier erst einmal richtig akklimatisieren, bevor wir anfangen zu spielen. Ich sehe, er ist schon dabei. Ich habe keine Lust, Paul. Von wegen System, den reizt erstmal ganz was anderes. Und glaub ja nicht, dass du mich so leicht in dein Bett kriegst. Unser einziges gemeinsames Interesse ist das Spiel. Gute Nacht. Katrin, du verstehst mich ganz falsch. Glaub
glaube, sie wollte sich nur rächen für das, was du über die Liebe gesagt hast. Sie ist dir aber sicher nicht ernsthaft böse. Also, was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Tja, was meinst du? Mach mal einen Vorschlag. Erst mal eine Runde drehen. Du meinst durch die Bars und so? Wirklich? Er sucht dir eine hässliche Frau, Robert, damit du beim Spielen nicht vom System abgelenkt wirst. Das ist nicht lustig. Wer kommt jetzt mit ins Casino? Ich? Aber nur, wenn du mich mitspielen lässt. Ich liebe den Nervenkitzel des Spiels. Ich riskiere lieber heute noch nichts. Macht mal einen vernünftigen Vorschlag, was man hier sonst noch machen kann. Ich würde vorschlagen, du machst eine kleine Stadtrundfahrt. Es hört doch endlich auf, mich zu verarschen. Brauchst du ein Kindermädchen? Na gut, wenn du keine Lust hast, können wir auch eine private Pokerrunde aufziehen. Hey, du kriegst die Mücken. Gute Nacht. Das ist mir eine schöne Freundin. Erst hängt sie sich an uns wie eine Klette und dann zieht sie mit so einem Typen ab. Komm, Robert, wir gehen. Die 500 und 500 zum Sehen. Ich bin raus. Ich auch. Wenn Sie sehen wollen, müssen Sie noch 500 bringen. Also? Während ich mich beim Pokern abkochen ließ, stürzen sich Paul und Lucien ins Getümmel des Casinos. Flash. Und auf ein neues. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Ihre Einsätze bitte. Eigentlich hatte Paul nur vor, den Spielverlauf an den Tischen für sein System zu studieren. Aber Lucien wurde sofort von der Spielleidenschaft gepackt, das sie tapfer mitsetzte und laufend verlor. Es ging also nicht besser als mir. Ihre Einsätze bitte. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Setzen Sie das für mich bitte. Ich bin ja nicht allzu abergläubisch, aber ein gutes Omen war das nicht gerade. Rien ne va plus. Nichts mehr bitte. Kleine Erzählung. En rouge, en permanent. Na, warst du auch die ganze Nacht unterwegs? Du warst wohl genauso von Glück verfolgt wie ich. Wo wart ihr denn, hm? Wir waren in der Pokerrunde, ist aber nicht sehr gut gelaufen. Habt ihr viel verloren? Es ging, und du? Ach, vergiss es. Lucien hat ohne System drauf losgesetzt. Ja, und wo ist sie jetzt? Du brauchst dich nicht aufzuregen. Sie ist schon längst im Bett, allein. Aber Katrin ist immer noch nicht zurück. Die liegt auch allein im Bett. Sie ist schon schlafen gegangen, bevor wir abgezittert aber sind. Aber der Portier hat mir gesagt, glaub dass mir, ich weiß es. Und der Typ? Mit dem war sie in der Hotelbar, aber er war ja zu blöd. Also hat sie ihn abblitzen lassen und ist rauf ins Bett. Es war so gegen 10 Uhr. Ich habe auch gesehen, wie sie raufgegangen ist. Ist das wirklich wahr? Ja, klar, sie war von dem Typen echt bedient. Vielleicht ist sie nochmal ausgegangen. Mensch, wenn dich das so sehr interessiert, warum gehst du da nicht rauf und überzeugst dich selbst? Ja, komm, gehen wir auf ihr Zimmer. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du sie mit einem anderen im Bett erwischt. Meinst du, ich soll wirklich? Na komm, wir gehen mit. Na los, dann hast du endlich Gewissheit. Okay, ihr habt recht, ich will es wissen. Abgeschlossen, sie ist nicht alleine. Das ist doch normal, dass man abschließt. Was ist, musst du die Tür aufbrechen? Ich muss. Ich will Gewissheit haben. Was ist denn? Mach das Licht aus. Kannst du den mit auf ihr Zimmer nehmen? Sie schläft doch mit Lucien zusammen. Ich glaub's erst, wenn ich's gesehen habe. Lass mich in Ruhe, ich will da rein. Das Schloss knack ich mit links. Und so leise, dass sie nichts merken. Du Füßling!
Am nächsten Abend hatte ich genauso viel Glück wie am Tag vorher. Und es blieb mir nichts anderes übrig, als meinen geliebten Renner zu verkaufen. So. Ihren Schlüssel bitte. Toller Laden. Danke sehr. Komm. Ich bin gespannt auf Pauls System, ob es funktioniert, was glaubst du? Das will ich schwer hoffen. Ich auch. Ich habe Vertrauen zu ihm, weißt du? Nicht in allem, aber was sein System angeht. Also auf in den Kampf. Na, machst du auch alles richtig, Lisian? Funktioniert das System? Komm, stören wir sie nicht. Gehen wir darüber. Na komm schon. Auch wenn es wehtat, es musste sein. Außer dem Geld, was sie in unseren gemeinsamen Topf eingezahlt hatte, hatte ich nichts mehr in der Tasche. So, wenn Sie bitte noch unterschreiben. Und der Scheck fürs Auto war nur halb so hoch wie der tatsächliche Wert. Aber so ist es eben, wenn man es nötig hat. Falls Sie Glück haben und ihn wieder zurückkaufen wollen, rufen Sie an. Hier ist meine Karte. Werden Sie mir dann zum selben Preis geben? Sie müssen verstehen, ich habe auch Unkosten. Zuerst werde ich den Schaden reparieren lassen. Also auf Wiedersehen und viel Glück. Schade um meinen schönen Renner. Aber wie sollten wir sonst unseren Urlaub retten? Jetzt erst recht hieß die Devise. Nur die Mädchen schienen nicht so begeistert davon. Jedenfalls nicht von der Idee weiterzuspielen. Bis sich schnell rausstellte, hatten die anderen auch nicht mehr Glück gehabt als ich. Also blieb uns nichts anderes übrig, als unsere fürstliche Herberge zu verlassen und uns ein einfacheres Hotel zu suchen. Denn an Aufgeben dachte keiner von uns. Also los. Ja, ein Stern ist besser als gar keiner. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Hoffentlich ist es drin genauso. Hier gibt's wohl keine Boys, was? Nein, sieht nach Selbstbedienung aus. Komm, die Gegend kannst du später bewundern. Hauptsache, wir haben erstmal ein Dach über dem Kopf. Und das System funktioniert halt auch. Fass dein Holzkopf an. Optimist. Monsieur? Erst die Bank. Würden Sie dann bitte der Bank geben, Madame? Danke. Ihr Gebot, Monsieur. Banco. Die Bank hält. Netter junger Mann. Aber bis jetzt hat er nicht viel Glück. Naja, kein Wunder, wenn man so gut aussieht. Ich habe genug. Noch eine Karte für die Bank, bitte, Madame. 19 für die Bank. Das sind 17, die Bank gewinnt. Spielen Sie weiter. Monsieur? Mein junger Freund, es scheint heute nicht gerade Ihr bester Abend zu sein. Nun, ich denke, es ist nicht der Abend, Madame. Ich glaube, man sollte einfach nicht gegen eine so schöne Frau spielen. Oh, oh. Man ist zu sehr verwirrt. Sie sind sehr galant, junger Mann.
Ich räume das Feld. Für das Personal. Danke. Ich könnte es nicht ertragen, wenn meine Schönheit sie ganz ruinieren würde. Ja, charmant. Würden Sie für die Bank geben, Monsieur? Ihr Gebot, Monsieur. Bank. Champagner, bitte. Madame? Ja, ja, danke. Lass das! Wenn du denkst, dass du dich für deine Verluste im Spiel bei mir schadlos halten kannst, dann hast du dich geirrt. Ich wollte nur ein bisschen rennen. Ach, lass mich in Ruhe. Bitte, das war doch nicht so gemein. Entschuldige. Du sollst mich in Ruhe lassen. Ein Whisky. Whisky Soda. Setze jetzt 1.000 Francs auf die 16. Rien ne va plus. 7 Rot en Cheval est plus. 7 Rouge en Permanent. Faites vos jeux, monsieur dame. Rien ne va plus. Jetzt kommt aber garantiert die 16. Quatre mois per passe. Faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs, dames. 27, rouge, en pair passe. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Los, noch einmal. 7, rouge, en pair manque. 24, noir, pair passe. 13, noir, en pair manque. Wir gehen. Faites vos jeux, messieurs, dames. Ihre Einsätze, bitte. Faites vos jeux. Ihre Einsätze, bitte. Ihre Einsätze, bitte. Ihre Einsätze, bitte. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Also ist echt der totale Abstieg. Das kann man wohl sagen. Vom Fünf-Sterne-Hotel zur einfachen Pension. Bringt ihr das Gepäck rein? Kann mit Catherine den Wagen verkaufen. Lass den Kopf nicht hängen. Keine Angst, heute Abend gewinnen wir alles wieder zurück, ja, okay? Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Es kann losgehen. Und denk dran, wir brauchen mindestens 30.000. Das wird doch nichts. Lass doch jetzt nicht verzweifeln. Wir gewinnen bestimmt wieder alles zurück, das verspreche ich dir. Ach was, ich vertraue weder dir noch deinem System. Diese ganze Idee war total hirnverbrannt. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Das ist doch sinnlos. Wart's ab. Tja, so war's. Morgen Nachmittag sollen wir uns dann bei ihr melden. Vielleicht will sie uns erpressen. Möglich ist alles. Wir müssen hingehen und es herausfinden. Ich habe aber nicht vor, auch nur eine Stunde länger hier zu bleiben. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren und es hilft auch nichts, auseinanderzulaufen wie die aufgescheuchten Hühner. Ich will aber nach Hause. Später, Lucienne. Erst müssen wir mal alle fünf zu der Alten. Das ist jetzt der Augenblick, in dem wir unbedingt zusammenhalten müssen. Versteht ihr? Hoffentlich kommen wir heil daraus. Das macht mir auch die meisten Sorgen. Ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich nach Hause. Wenn die Sache mit der Alten erstmal überstanden ist, dann kann jeder machen, was er will. Er kann hingehen, wo er will und mit wem er will. Wenn du meinst. Seid ihr einverstanden? Einverstanden. Und du erzählst uns jetzt noch einmal genau, wie es passiert ist, in allen Einzelheiten. Es war so, ich bin die leere Straße entlang gefahren und dann kam sie plötzlich aus einem Haus. Ohne nach links und rechts zu schauen, lief sie auf die Straße.
Ich habe eine Vollbremsung gemacht, aber sie noch leicht berührt. Warum fährst du auch immer wie eine Verrückte? Du bist überhaupt schuld an allem. Erst bringst du uns an den Rand des Bankrotts mit deinem sogenannten todsicheren System und dann spielst du dich auch noch als Schulmeister auf. So? Ja, deinetwegen habe ich mich nämlich unterwegs mit Robert gestritten und darum nicht genau aufgepasst. Du bist wirklich ein... Was denn? Ein echter Rolli vor der Tür, die muss ja stinken vor Geld. Gerade die reichen Leute sind knochenhart, wenn es ums Geld geht. Jetzt ist er vielleicht noch 100.000 wert. Das würde mir auch reichen. Ich will nur eine Fahrkarte nach Hause. Der ist voll in Schuss. 1A gepflegt. Leider haben wir nichts davon. Auf in die Hülle des Löwen. Guten Tag. Hey, was soll das? Ich hab Angst. Nur nicht verzagen. Wer hat Schiss? Na, endlich. Sie haben mal Angst gehabt, dass wir in den Kopf abreißen, ne? Lassen Sie das. Ich habe nie Angst. Ah, die Piraten der Landstraße. Und der Kannibale, Sie Feigling. Du, ich glaube, wir sind unerwünscht. Das glaube ich auch. Ich werde Sie melden. Eigentlich sieht er ja nicht aus wie ein Feuermelder. Gar nicht ohne der Laden. Hier lässt sich's aushalten, was? Ah, ob. Warten Sie, ich sage der Contessa, dass Sie da sind. Und fassen Sie ja nichts an. Das sind alles echte Antiquitäten. Sehr freundlich. Oh, das ist nicht der gute Ton. Ein echter Edelschuppen. Uff, hier versinkt man ja. Füße weh. Das ist wirklich alles echt. Muss ein Vermögen gekostet haben. Schmeiß bloß nichts runter, die ziehen uns aus bis auf die Knochen. Madame la Contessa Amalia Rosaria Maria de la Charbonnier. Wie bitte? Guten Tag. Guten Tag. Oh, das ist eine Überraschung. Ich sehe, Sie haben sich Zeugen mitgebracht. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Ich kann Ihnen alles erklären, Madame. Nein, nein, jetzt nicht. Na, so später. Ein Zufall. Nicht wahr? Verlieren Sie immer noch beim Kartenspielen, junger Mann? Wenn ich wieder gegen Sie antreten müsste, dann fürchte ich ja. Dann sollten Sie es lassen. Bitte setzen Sie sich. Philipp, bring uns eine kleine Erfrischung. Aber Dalli, wenn ich bitten darf. Oh, bitte sehr. Frechheit. Bring uns bitte eine kleine Erfrischung, Philipp. Aber Dalli, wenn ich bitten darf. Ja. Erst ich. Bevor ich Ihnen erzähle, warum ich Sie hierher gebeten habe, möchte ich Sie bitten, mir erst einmal von sich zu erzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und nun mal raus mit der Sprache. Einer nach dem anderen, wenn ich bitten darf. Aber ich empfehle Ihnen, die Wahrheit zu sagen. Denn Lügen wittere ich von fern. Alex, setzen Sie sich erst einmal vernünftig hin, bevor wir weitermachen. Und nun wollen wir zur Sache kommen. Ihre Namen allein sagen mir nicht viel. Na, will nicht langsam einer den Anfang machen? Ich warte. Oder... Gibt es einen ernsten Grund, warum ihr mir nichts erzählen wollt? Naja, ich weiß nicht, was wir Ihnen da groß erzählen sollen. Nur zu. Wir haben nichts verbrochen, wenn Sie das meinen. Das Glas für den Kannibalen habe ich vorsichtshalber vergiftet. Ich muss doch bitten. Entschuldigen Sie, aber Ihr Butler ist für mich ein rotes Tuch. Unter diesen Umständen ist es wohl besser, wenn ich wieder gehe. Nein, setzen Sie sich. Und du, Philipp, unterlass diese Frechheiten. Dieser Kerl hat mich vorhin an der Nase gezogen und ich wollte mich nur ein bisschen rächen, Madame. Oh, Philipp, sag mal, was erlaubst du dir? Und außerdem hat er behauptet, ich wäre ein Feigling. Ach so. Ja, und das erlaube ich niemand. So? Und ich erlaube mir, dich hinauszuwerfen, in die Küche. Verschwinde! Und nun erzählen Sie.
Tja, was interessiert Sie? Och, eigentlich alles. Also los. Erzählen Sie, was Sie gelernt haben. Und was Sie jetzt beruflich tun. Naja, wenn ich nicht schon als Faultier geboren wäre, dann müsste ich sagen, ich sei Künstler. Tänzer und vielleicht auch Sänger. Aber um etwas zu erreichen, braucht man Ehrgeiz, Ausdauer und sicher auch die Lust, sich zu quälen. Das sind alles Voraussetzungen, die ich noch nicht so zu schätzen weiß. Nun gut. Wer will der Nächste sein? Sie vielleicht, Robert? Ich bin Buchhalter. Und ich habe einen Wettbewerb gewonnen, um eine gute feste Stelle, aber die kriege ich jetzt sicher nicht mehr. Und es ist das erste Mal, dass ich von zu Hause weg bin, ganz alleine. Ich meine, alleine weg bin. Erzählen Sie bitte weiter. Naja, er hat mich überredet, mitzufahren und mitzuspielen. Lucien? Also, ich habe nicht viel zu erzählen. Ich mache nichts, weiß nicht, was ich tun soll. Interessant. Und Katharine? Naja, berauschend ist das auch nicht, was ich zu erzählen habe. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht kann oder nicht will. Ehrgeiz habe ich genug. Es ist mein schwacher Charakter, der mich im Stich lässt. Ja, ja, davon können wir ein Lied singen. Besonders, wenn es um Männer und ums Autofahren geht, nicht wahr? Still! Sie sind später dran. Weiter, Katharine. Naja, ich kann Entwürfe zeichnen und schneidern und Hüte machen und eigentlich alles, was mit Kleidung zu tun hat. Aber ich kann nun mal keine tyrannischen Chefs leiden. Ich verkaufe ganz gut und so halte ich mich über Wasser. Ich habe darauf hingearbeitet, eine eigene Modeboutique zu eröffnen, aber dazu kommt es wahrscheinlich nie, weil jetzt mein ganzes Geld weg ist. Das ist deine eigene Schuld. Sie sind still. Sie kommen nachher noch dran. Was wollen Sie jetzt tun, so ganz ohne Geld? Mir blieb nur noch eine einzige Rettung. Der Verkauf meines Autos. Das ist eigentlich alles. Ich muss wieder ganz von vorn anfangen. Und dabei hat uns Paul versprochen, reich zu werden. Das ist nicht leicht. Oh nein. Und ich kann ihm noch nicht mal böse sein. Er hat ja recht. Es ist meine eigene Schuld. Es ist jetzt an der Zeit, etwas zu tun. Philipp! Ich werde euch Arbeit geben, um eure Schulden zurückzuzahlen. Und vielleicht noch einiges mehr zu verdienen. Vor allen Dingen Schwierigkeiten. Ruhe! Dafür müsst ihr aber bereit sein, einiges zu leisten. Wenn ich das, was Sie erwarten kann, dann bin ich dazu bereit. Das freut mich zu hören. Und die anderen? Keine Einwände? Nein, wir machen alle mit. Das habe ich auch erwartet. Philipp, du fährst ins Hotel und holst ihr Gepäck. Von heute an werden sie bei uns wohnen. Keine Widerrede, verstanden? Und um 8 wird pünktlich zu Abend gegessen. Ihr seid so still. Irgendetwas scheint euch große Sorgen zu bereiten. Vielleicht, dass ihr arbeiten müsst? Hm? Nein. Ich habe niemals arbeiten gelernt. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Vielleicht ist es besser, wenn ich nach Hause fahre. Sehen Sie, ich würde Ihre Arbeit doch nur aufhalten. Es hat keinen Sinn, vor der Arbeit fortzulaufen. So. Und nun möchte ich euch etwas von mir erzählen. Ich lasse mich von Philipp meistens in einer kleinen Pony-Rikscha in die Stadt fahren. Das ist eine Marotte von mir, genauso wie das alte Operettentheater, das ich mir gekauft habe. Es wird gerade renoviert. Ich überwache die Renovierung persönlich. Wenn man den Architekten nicht genau auf die Finger sieht, machen die sonst was aus dem edlen Gemäuer. Guten Tag, Madame.
Bitte sehr. Danke. Contessa, wir sind unserem Zeitplan voraus. Sie werden pünktlich eröffnen können. Gut. Die Arbeiten hier im Zuschauerraum sind fast abgeschlossen. Nur die Maler werden noch eine Weile zu tun haben. Sehr schön. Sie leisten wirklich gute Arbeit. Ist ja auch teuer genug. Ich würde mir noch gern die Bühne ansehen. Bitte sehr, wie Sie wünschen. Die Bühne ist, wie ihr vielleicht wisst, das Herzstück eines jeden Theaters. Ich habe sie erweitern und mit allem, was man so an guter Bühnentechnik braucht, ausstatten lassen. Als ich diese Arbeiten damals in Auftrag gab, habe ich zwar an vieles gedacht, aber bei weitem nicht an alle Möglichkeiten, die mir dieser Umbau bietet. Wir haben sehr viel Raum gewonnen. Sehr gut. Dann ist jetzt endlich die Bühne groß genug. Sie ist jetzt über 2 Meter tiefer, direkt bis an die Mauer des Nebengebäudes. Das war genau das, was ich brauchte. Ich habe ja eigentlich kein besonderes Verhältnis zu Mauern, aber diese Mauer grenzt an die Rückwand der Bank, in der mein geliebter Direktor Chirac für meinen Geschmack etwas zu überheblich schaltet und wartet. Aber auch darauf komme ich noch später zurück. Wir sind noch dabei, die Hängebüden und Beleuchterbrücken einzurichten. Und dann müssen nur noch die Elektriker ran. Was übrigens meinen treuen Philipp angeht, seid rücksichtsvoll mit ihm. Obwohl er manchmal etwas aufsässig ist. Er hat ein empfindsames Gemüt. Ich weiß, dass er heimlich trinkt, obwohl er denkt, dass ich es nicht merke. Aber darüber sehe ich großzügig hinweg, denn er ist ein ausgezeichneter Koch. Auch wenn er sich manchmal etwas zu viel Mut antrinkt, muss ich sagen, er ist der beste Butler, den ich bisher hatte. Ja. Nur wenn er seine kritischen Tage hat, ist er oft störrisch wie ein alter Esel. Und dann muss man ihn recht scharf zur Ordnung rufen. Aber bitte tut das nie selbst, sondern überlasst das immer mir. Auch in der Strenge muss man taktvoll sein, sonst verdirbt er einem das Essen. Leider fürchte ich, dass es ihn schon gar nicht mehr schreckt, wenn ich ihn mit Entlassung drohe. Ich müsste ihm wohl den Cognac entziehen, damit er pariert. Aber das bringe ich einfach nicht übers Herz. Ein bisschen Freude soll er ja auch haben. Philipp! Das hört er sich ernst an. Verzeihung, aber ich habe Gemüse geputzt und musste mir erst die Hände waschen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht warten lassen, Madame. Wenn du nicht schon wieder betrunken bist, dann müsste dir aufgefallen sein, dass schon seit einer Viertelstunde das Abendessen auf dem Tisch stehen sollte. Das wollte ich Ihnen ja gerade vermelden, dass schon längst hingerichtet ist. Dann trag auf. Und würdest du mir vielleicht verraten, warum du in letzter Zeit so furchtbar viel trinkst? Um zu vergessen. Ach, zu vergessen? Was denn zu vergessen? Dass ich bald ins Kittchen muss und zwangsweise trockengelegt werde, wenn sie ihr Theater eröffnen. Abgesehen davon, dass es dich gar nichts angeht, ob ich ein Theater eröffne, könntest du mir erklären, wieso es ein Verbrechen sein soll, ein Theater zu eröffnen? Weil es neben der Bank ist, Madame. Und weil Sie wilde Rachegefühle gegen den Bankdirektor haben. Wer hat dir gestattet, dich in meine Gefühle einzumischen? Ich! Philipp! Ich entlasse dich! Können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Vor einem Rauschmiss habe ich keine Angst. Aber davor, dass Sie ein Verbrechen begehen. Also! Oh, ich bitte untertänigst um Vergebung, aber haben Sie sich auch wirklich genau überlegt, was Sie da tun? Ja, natürlich. Oh, meine Güte. Haben Sie sich auch genau überlegt, dass Sie neben unbeteiligten Personen auch Verbrecher in das Verbrechen verwickeln, zum Beispiel ein Presser? Philipp! Philipp! Ja, natürlich habe ich mir das. Das mit meinen Rachegefühlen muss ich euch noch erklären. Als ich eines Tages zur Bank kam, stand der Polizeiwagen vor der Tür und es hatte sich eine ganze Menge Schaulustiger eingefunden. Was ist hier los? Hier darf niemand hinein.
Wie reden Sie mit mir? Solange ich keine neuen Befehle habe, darf ich niemanden in die Bank lassen. Was soll denn das heißen? Hier ist ein Überfall verübt worden. Ah, Monsieur Richard. Guten Tag, Madame. Sagen Sie diesem Menschen, er soll mich in die Bank lassen. Aber da darf niemand hinein. Hier fand eben ein Raubversuch statt. Ach. Bitte sagen Sie diesem Mann, dass ich doch hinein darf. Ich werde den Kommissar fragen. Hast du das gehört? Wegen einem kleinen Raubversuch machen die so ein Riesentheater. Madame! Aber das ist doch ein Riesentheater, dieser ganze Wirbel um die Bank. Ach. Es tut mir furchtbar leid, gnädige Frau, aber erst wenn die Leute von der Spurensicherung fertig sind, dürfen sie in die Bank. So, dann sagen Sie Ihrem Herrn Direktor, so nicht. So nicht und mit mir nicht. Ja. Wer war denn das? Unsere beste Kundin, aber eine Verrückte. Millionärin. Die glaubt, für sie springt jeder im Viereck. Meinen Sie, die ist nicht dicht? Genau. Aber es ist das Vorrecht der Reichen, einen Knall zu haben. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie entsetzt ich nach dieser groben und despektierlichen Behandlung war. Ja, ich dachte sogar daran, meine Depots und Konten zu löschen und mein ganzes Geld abzuheben. Oh, das war aber noch nicht alles. Wisst ihr, was der Gipfel war? Nein. Soll ich es euch erzählen? Ja. Kurz danach fuhr ich wieder zur Bank. Während ich drin mit dem Direktor verhandelte, versuchte Philipp draußen, sein Gehalt aufzubessern. Mit einem gefälschten Scheck. Guten Tag. Lösen Sie ihn im Auftrag von der Contessa ein? Ja, natürlich. Sie ist gerade bei Ihrem Direktor im Büro. Ich habe Ihnen gesagt, dass es unmöglich ist. Die Vorschriften sind deutlich genug. Traurig. Die arme Frau. Hm? Welche Frau? Ihre Frau. Ich bin nicht verheiratet. Hoffentlich finden Sie nie eine. Was heißt das wieder? Sie wäre eine arme Frau. Welche? Die Sie heiratet. Tut mir leid, aber das ist nicht die Unterschrift der Madame Contessa. Dass er so etwas macht, hätte ich meinem Philipp übrigens nie zugetraut. Die müssen wohl die Cognac-Preise erhöht haben. Jedenfalls kann man nur jede Frau beglückwünschen, die nicht gezwungen ist, einen feisten, selbstherrlichen Bankdirektor heiraten zu müssen. Dennoch dazu so ein Tölpel ist wie Sie. Gnädige Frau, darf ich Sie jetzt bitten zu gehen? Ich habe leider sehr viel zu tun. Für alle weiteren Wünsche wenden Sie sich bitte an Monsieur Gérard. Er steht Ihnen selbstverständlich zu Ihrer geschätzten Verfügung. Und meine Schecks? Bitte wenden Sie sich an Monsieur Gérard. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Aber ja. Monsieur Gérard, morgen früh komme ich her und löse alle meine Guthaben auf. Ich wechsle die Bank. Oh, Madame la Contessa, warten Sie! Und was ist, wenn sie ihre Guthaben auflöst? Das Harmloseste, was ihm passieren kann, ist, dass man ihn in ein kleines Bergdorf versetzt. Ich muss ihm beistehen. Bitte verzeihen Sie. Warten Sie doch, Gnädigste, das dürfen Sie nicht tun. Ich flehe Sie an. Sie können doch nicht einfach... Also? Sie haben mich missverstanden. Wir stehen selbstverständlich komplett zu Ihrer Verfügung. Also gut, dann lassen Sie die Schecks mit meinem Briefkopf versehen. Aber das dürfen wir doch nicht. Der Briefkopf auf den Schecks darf nur von derjenigen Bank sein, die die Schecks herausgibt. Sie sind ein noch größerer Trottel, als ich gedacht habe. Bis morgen. Sie! Morgen früh wird alles bereit liegen und dann können Sie sich von mir aus eine Bank kaufen und Ihre eigenen Schecks mit Ihrem Briefkopf drucken lassen. Auf Wiedersehen! Madame, wechseln Sie morgen früh wirklich die Bank? Jetzt, wo der Spaß erst beginnt? Na, ich werde doch verrückt! Könnt ihr euch vorstellen, welchen Spaß ich meine? Nein, keine Ahnung. Aber das muss doch ein ziemlich schlimmer Spaß sein, wenn Philipp sich so aufgeregt hat. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was für einer. Sie spannen uns ja ganz schön auf die Folter. Das ist fast so schlimm wie Pauls Roulette-System. Ach ja, Paul hat ja noch nicht von sich erzählt. Ich bin gespannt, seine Geschichte zu hören. Ich habe ein Diplom in Physik und...
Ich habe in der Forschung gearbeitet, aber es hat mich bald angeödet. Die Zahlen und Formeln machten mich schwindlig. Und weiter? Um ehrlich zu sein, es war mir viel zu monoton und deswegen fing ich an zu spielen. Ich habe so lange daran gearbeitet, die Zahlen zu analysieren und zu kombinieren, bis ich endlich so weit war, dass ich fast immer gewonnen habe. Anfangs spielte ich nur um kleinere Summen, um mich zufriedenzustellen. Und dann bin ich mit meinen Freunden losgezogen, um den großen Coup zu landen. Was dabei herausgekommen ist, wisst ihr besser als ich. Ich würde es gern ungeschehen machen. Alles würde ich tun, um euch den Verlust zu ersetzen. Wirklich alles, auch eine Bank ausrauben? Ja. Kommt, setzen wir uns hinüber. War das gerade Ihr Ernst? Ja. Macht es euch gemütlich. Hört mir gut zu. Ihr müsst unbedingtes Vertrauen zu mir haben. Zweitens müsst ihr genau das tun, was ich euch sage. Wenn ihr in der Lage seid, das zu tun, was ich gerade von euch verlangt habe, dann werdet ihr alle in Kürze eure Sorgen los sein und Geld in Überfluss haben. Okay, von mir aus kann's losgehen. Aber das ist ja wunderbar. Was müssen wir dafür tun? Einverstanden. Ganz egal, um was es geht. Ich bin dabei. Dann kann ich mich vielleicht sogar selbstständig machen. Was? Bravo, Robert. Na, der entwickelt Talent. Los. Wir machen alles. Contessa, wir werden Ihnen in Ewigkeit dankbar sein. Ihr werdet in Ewigkeit weinen. Wartet nur, bis das Heulen und Zähneknabbern kommt. Sie haben wohl schon wieder zu tief in die Cognac-Flasche geguckt. Ja, der schmeckt sehr gut, ich weiß. Sie waren wohl zu lange in der Sonne. Sie fantasieren. Hey, alter Knabe, Sie schauen sich wohl in letzter Zeit sehr viel Tarzan-Filme an, hä? Philipp! Ist die Birne wohl ein bisschen weich, hä? Immer noch härter als Ihre gekräuselte Kokosnuss. Philipp, hinaus! Also, was müssen wir tun? Ihr müsst nur genau das tun, was ich euch sage. Und was ist das? Erzählen Sie es uns lieber, bevor wir Verspannung platzen. Gleich, nur ruhig. Wo wollten Sie den Bauplan hinhaben, Madame? Halt ihn so. Seht her, das ist hier der Plan meines Theaters. Wir werden hier ein Stück aufführen. Eine Revue. Interessant, aber was sollen wir dabei machen? Spielen. Aber wir sind doch gar keine Schauspieler. Ich habe gesagt, jeder spielt dort die Rolle, die ihm zukommt. Entschuldigung. Hier ist der Bühneneingang, durch den man direkt von der Straße ins Theater kommt. Das Parkett und die Bühne liegen etwa auf dem Straßenniveau. Die Straße führt weiter hier um die Ecke herum und von dort aus führen die Stufen hinauf in die Bank. Die Bank, die wir erleichtern wollen. Hier vorn ist die Eingangshalle. Und hinten zum Theater hin liegen die Schalter- und Tresorräume. Und hier liegt unser Ziel. Im Tresorraum. Das ist der letzte. Hier. In dem Tresor liegen die wertvollsten Depositen und die Bargeldreserven. Wow! Aber das ist ja fantastisch! Herrlich! Absolut fantastisch! Guten Morgen, Madame la Contessa. Der Herr Direktor ist nicht in seinem Büro. Wo ist er? Wir haben Arbeit im Haus. Er ist gerade bei Ihnen. Darf ich Sie zu ihm führen? Bitte sehr, folgen Sie mir. Er beaufsichtigt den Vorgang der Arbeiten persönlich. Ach. Da passt er wohl auf, dass die Arbeiter ihn nicht beklauen. Natürlich. Wir bauen gerade eine neue Alarmanlage ein. Eine was? Eine Überwachungsanlage zur Sicherung der Kassenräume und des Tresors. Dazu elektronische Überwachungskameras und einen neuartigen Sensoralarm. Ah ja, aber wird man dann noch in die Bank hineinkommen, ohne gründlich untersucht zu werden? Ja, mit diesem neuen System machen wir unsere Bank sowieso zur sichersten der Stadt, wenn nicht sogar des Landes. Aha, das freut mich. Aber nun schließen Sie mein Fach auf. Ich brauche ein wichtiges Dokument. Madame. Wenn es nicht unbedingt lebensnotwendig ist, dann möchte ich Sie bitten, noch zu warten. Der Raum ist wegen der Arbeiten nicht gut zugänglich. Aber das haben wir doch geschrieben. Mir hat niemand etwas mitgeteilt. Ich habe keinen solchen Brief erhalten. Das tut mir leid. Aber ich versichere Ihnen, diese Mitteilung ging an alle Kunden. Wir können doch wiederkommen. Du weißt doch, dass ich noch ein paar Tage bei dir bin.
Madame, Madame, haben Sie schon gehört? Unsere Bank wird sicherheitstechnisch ausgebaut. Sie wird eine Festung und Ihre Preziosen, Verehrteste, sind dann geschützt wie der Kronschatz. Das ist ja großartig. Jetzt haben Sie endlich einmal etwas richtig gemacht. Mein Kompliment. Ach, übrigens brauche ich für die Haushaltskasse noch Kleingeld. Hier ist ein Scheck. Lösen Sie ihn mir bitte ein. Gehen Sie zur Kasse und lösen Sie diesen Scheck bitte Jawohl, ein, Herr Direktor, ja? Sofort. Ich bin gleich wieder da. Mein lieber Herr Direktor, wann wird denn meine Tante wieder Zugang zu ihren Schließfächern haben? Das weiß ich nicht. Da unten gibt es noch eine Menge zu tun. Also wann? Nun sagen wir etwa in einer Woche. Und nun entschuldigen Sie mich, ich habe zu arbeiten, gnädige Frau. Das ist zu tief. Etwas höher. Nicht so hoch, wieder ein bisschen tiefer. Tiefer. Gut so. Machen Sie es genau da fest. Ein toller Name, nicht? Gefällt der Gavode, sagt es? Ja. Das muss nur noch das richtige Niveau haben. Glaubst du, die Revue kommt an? Bei deiner Choreografie? Und meine Ausstattung hat auch Niveau. Und es ist ein gutes Programm. Damit könnte man sogar noch viel größere Plätze füllen. Und ich finde es echt Schofel, wenn du das jetzt in Frage stellst. Aber nein, nein, ich wollte damit nur sagen, dass ein guter Name ein gutes Programm verdient. Und es ist gut. Na, dann bin ich ja beruhigt. Also dann auch für die Probe. Let's go! Let's dance! Let's go! Let's dance! Dasselbe nochmal. One, two, three, four. Und weiter. One, two, three, four. One, two, three, four. Und stop! Ja, gut so. Okay, das war doch schon recht ordentlich. 10 Minuten Pause. Also die Tänzer in der Fliegernummer ziehen wir weiß an und die Mädchen blau. Ist gut. Wie gefallen Ihnen die Entwürfe für die Mädchen von der Showband? Sehr gut. Und diese nehmen wir für die Schlussnummer. Hey, ich habe eine Riesenidee. Los, kommt mal mit. Na komm schon, Alex. Na komm schon. Was hat er denn? Keine Ahnung. Na kommt. Was hast du für eine Idee? Eine Überraschung für die Contessa. Lassen Sie uns bitte allein. Rufen Sie mich, wenn Sie fertig sind. Dann komme ich zum Abschließen. Ja, denkst du, dass es klappt? Ja, es klappt ganz bestimmt. Hauptsache ist, dass wir schnell genug durch die Stahlbetonwand kommen. Eine Gruppe von Tänzerinnen nähert sich dem Panzerschrank, knackt den fachmännisch, nimmt das Geld heraus und verschwindet in den Kulissen, während die erste Gruppe auf der anderen Seite der Bühne die Polizisten ablenkt. Vorher müssen wir herausfinden, wann die Kameras und Mikrofone angeschlossen werden. Also ich finde, als Show ist das einmalig. Ja, aber auch einmalig, um sich verdächtig zu machen. Ist doch spitze, das Geld unter den Augen des Publikums verschwinden zu lassen. Und dafür hat es gleich die Schmiere am Arsch. Kann ich zuschließen? Mhm. Ja, das ist riskant, aber gut. Danke. Das wird der Hammer. Ich hoffe sehr, dass hier alles gut und sicher verwahrt ist. Es wäre ein Jammer, wenn dein Erbe gestohlen würde. Ich finde alles beruhigend sicher. Danke, junger Mann. Hey, sag bloß, du trinkst Sprit. Klar, super. Prost. Die Wand ist sehr stark. Aber nicht unüberwindlich. Es ist ein Glück, dass wir genug Zeit haben. Die Hauptsache ist, dass wir präzise vorgehen. Mhm. Schnell gehen muss es nur an dem Abend, an dem wir den Safe knacken. Glaubst du, dass du es kannst? Mhm. Nach Gehör? Nur mit den Händen? Ich bin ganz sicher. Gut. Also, damit euch niemand verdächtigt, kaufen wir eure Autos zurück. Am besten machen wir das noch heute. Nach der Arbeit zahle ich euch aus und dann trennen sich wohl leider unsere Wege. Achtung!
gesehen, Madame. Du hast ja schon wieder getrunken. Schäm dich viel. Nein, Madame, das ist noch die alte Fahne. Plackerei, Elende. Leise! Psst! Weiter! Ich sehe mal nach, wer das stört. Es ist wohl besser, ich gehe mit. Warum ist er denn so aufgeregt? Bitte. Guten Tag, Madame. Verzeihen Sie bitte die Störung. Ich bin der Polizeipräfekt. Präfekt? Ja, Madame. Ich komme wegen Ihres Theaters. Ach so, ja. Das ist mein Neffe. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Madame, wir haben Ihren Antrag auf Wiedereröffnung des Theaters in der Rue Frédéric Mistral erhalten. Darf ich Ihnen zunächst viel Glück wünschen? Danke, sehr liebenswürdig. Leider verlangt auch die Bürokratie ihr Recht und wir müssen noch einige Formalitäten erfüllen. Ja, natürlich. Ich werde versuchen, Sie nicht unnötig lange damit aufzuhalten. Na schön, dann wollen wir mal zur Sache kommen. Verzeihung. Eine kleine Erfrischung? Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber bei der großen Hitze und da Papier eine trockene Materie ist... Auch für Sie, Madame? Ja, bitte. Ich muss dem armen Jungen auf die Sprünge helfen, damit er nicht vor der Betonwand verzweifelt. Wenn ich mich recht erinnere, da hat mein letzter Verflossener eine interessante Erfindung gemacht. Kann ich dir irgendwie Nein, helfen? Nein, das kannst du leider nicht. Sag mir, was dich bedrückt. Du kannst mir nicht immer ausweichen. Ich sehe keine Möglichkeit, wie ich es schaffen soll. Ohne schweres Schweißgerät ist durch die Wand nicht durchzukommen. Dahinter sind Überwachungskameras. Und dann ist noch eine elektronische Alarmanlage an den Tresor angeschlossen. Eine Unordnung ist das hier. Da kann ich ja die ganze Nacht zudrücken. Und die Contessa? Was sagt die? Die Contessa, die spielt immer mit dem Feuer. Sie tut so, als ob gar nichts dabei wäre. Es ist zum Verrücktwerden. Ich habe nicht das Gefühl, als ob sie eine leichtsinnige Spielerin wäre. Weißt du was, Katrin? Ich glaube, die Contessa kann die Gefährlichkeit dieses Einbruchs gar nicht beurteilen. Sie ist beherrscht von ihren Rachegefühlen. Wenn ich seine Formel nicht finde, dann können wir das Ganze abblasen. Überleg doch mal in Ruhe. Können wir alle diese Hindernisse überwinden? Ich glaube nicht. Ich steige aus diesem Spiel aus. Katrin, komm mit. Ich möchte mit dir ein neues Leben anfangen, weil ich dich liebe. Wie kommt der Wein hierher? Der gehört doch in den Keller. Gut, morgen früh sagen wir es ihr und reisen ab. Ach, du willst desertieren? Hast du so wenig Vertrauen? Lüschen? Du darfst den Hummer trangieren. Ich rühre inzwischen die Mayonnaise. Aber du wirst nicht desertieren. Soll ich dir sagen, warum? Weil diese Papiere hier Waffen sind. Meine Waffen. In diesen Papieren hier... Das Werkzeug ist in der zweiten Schublade. Stehen Formeln. Es sind Aufzeichnungen meines vierten Ehemannes. Er war ein wirklich großartiger Physiker. Hummerzange und Harpune. Harpune? Tapfer angreifen. Er kann ja nichts mehr tun. Ein Genie von Einsteins Format. Er hat viele, viele große Entdeckungen gemacht, aber er hat nie etwas darüber veröffentlicht, weil ihn das einfach nicht interessiert hat. Und du willst dir seine Entdeckung zunutze machen. Ja.
Oh, das ist aber angriffslustig. Also vorwärts, an die Arbeit, Junge. Na, nur Mut. Ja, so. Und nur feste Zustechen. Festnageln den Kleinen. Und vergiss nicht, dass ich bei eurer Hochzeit Trauzeuge sein will. Ist Paul schon da? Nein. Na, schon ganz schön nervös, was? Oh ja, ich zittere schon wie Espenlaub. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute Abend zur Eröffnung unseres Revue-Theaters Carbour des Artistes herzlichst begrüßen zu dürfen. Nach langer Schließung wurde es uns von einer Frau zurückgegeben, die ihre Stadt genauso sehr liebt wie Sie. Meine Damen und Herren, wir wollen diese Dame gemeinsam begrüßen, Madame de la Charbonnier. Sie hat dieses traditionsreiche Haus aus eigenen Mitteln erworben und renovieren lassen. Wo ist Paul? Der schläft noch. Er hat fast die ganze Nacht durchgearbeitet. Gibt's schon eine Zeitung? Philipp ist losgefahren, eine zu kaufen. Ich glaube, es war ein Erfolg. Sie haben uns doch x-mal vor den Vorhang gerufen. Sag mal, hat Paul was gefunden? Ich denke, das ist doch besser so. Was? So denn alle? Alle Zeitungen sind voll von unserem Erfolg. Es ist ein gigantischer Triumph. Seht euch das an. Gib mir auch eine. Oh. Auf unserer Seite ist der Durchbruch fertig. Sehr gut. Verfluchte Wand. Sagt, arbeitet Paul an dem Mittel? Und wie weit ist er? Keine Ahnung. Katharine, los, komm schnell auf die Bühne. Das Publikum wird ungeduldig. Wir müssen anfangen. Gehen wir. Stellt die Wand wieder zu. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihren zahlreichen Besuch. Unsere Revue beginnt mit Alexandra Rubin. Ich hab's doch genau nach seinen Aufzeichnungen gemacht.
Warum wirkt diese verfluchte Mixtur nicht? Wieder nichts wird, bin ich mit meinem Latein am Ende. Wirkt es? Ja, es wird aber 24 Stunden dauern. Fabelhaft! Du bist ein Genie! La, 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 la. Hoch die Tassen, Schwester, heute Abend sind wir reich. Ba, 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 ba. Gefeiert wird, wenn wir das Geld haben. Philipp, ab in die Küche. Mach uns was zu essen. Du kommst gerade recht, mein lieber Chirac. Jetzt wird es ernst. Todernst. Für dich. Also ich glaube nicht, dass du es schaffst. Warum nicht? Hm? Warum? Darum. Weil es bis jetzt viel zu leicht ging. Und weil die Gangster niemals gewinnen. Und noch eins. Bis jetzt ist der Tresor noch zu. Und ich wette, du knackst ihn nicht. Haha, die Wette verlierst du aber. Meine sehr verehrten Herrschaften, Sie werden nun Zeugen einer Sensation. Wir präsentieren den Meister des Taktstocks, Monsieur Filou. Ich hoffe, er wird auch Sie mit seiner Kunst verzaubern und Sie werden sehen und hören, dass seine leisen Töne genauso hinreißend sind wie seine Fortissimi, Monsieur Filou. Vorsicht, nicht so weit, die Überwachungskameras. Die sind noch nicht angeschlossen, hab keine Angst. Sie können doch nicht schon aufhören, Sie enttäuschen das Publikum. Also bitte eine Zugabe. Und bitte Ruhe!
Sie werden sehen und wird auch Sie verzaubern. Kinder, das ganze Geld, das da drin liegt, gehört euch. Alles andere wird aber nicht angerührt. Chirac soll seine Freude haben. Ruf die Contessa. In Ordnung. Was ist los? Nichts zu machen. Wieso nicht? Erstens hat der Tresor keine mechanische Kombination. Und zweitens noch ein Zeitschloss. Die Kombination muss genau zur richtigen Uhrzeit eingegeben werden. Und dann müssen zwei Mann zugleich das Schloss öffnen. Und die mixt du? Ach, die hilft uns auch nicht. Wieso nicht? Spritze sie doch einfach in die Schlösser ein. Einspritzen? Ja. Spritz die Flüssigkeit hinter den Abdeckungen ein. Um die Kombinationsräder herum. Und den Handumdrehen zerfrisst sie die Sicherheitskontakte. Die zerbröseln nein, wie nein, nichts. Nein, das Mittel wirkte doch nur auf die Betonmischung. Wer sagt denn, dass es nur auf Beton wirkt? Der war doch immerhin mit Stahl verstärkt und den hat es auch aufgelöst. Tja, vielleicht haben Sie recht, aber... Klar. Es geht trotzdem nicht. Warum denn nicht? Na, weil ich das Zeug alles für die Wand verbraucht habe. Na, dann mischt dir noch etwas von der Substanz. Aber dafür werde ich gut eine Stunde brauchen. Na und, das reicht doch. Gut, ich versuch's. Komm mit, Robert. Hol schon mal den Wagen. Ja. Hier, nimm das. Wir sollten uns langsam mit dem Gedanken vertraut machen, dass es im Gefängnis nur Wasser gibt und keinen Tee. Keine Angst, Philipp. Ich habe alles genau kalkuliert. Und wenn wir es schaffen, dann kriegst du eine Gehaltserhöhung. Ja, ist ja ganz was Neues. Darauf habe ich 20 Jahre gewartet. Dancing is passion.
Ich sag, sie werden uns schnappen und wir werden 10 Jahre bekommen. Philipp, wenn du noch einmal den Mund aufmachst, dann schlage ich dir den Schädel ein. Los, brich den Stuhl raus. Ja. Scheiße, der dicke Schnüffel. Hey! Siehst du, da ist eine Scheinwerferbrücke locker. Sieht in Ordnung aus für mich. Ich will ganz sicher gehen. Sieh trotzdem nach. Na schön, wenn Sie wollen, gehe ich nach oben. Hier, nimm. Na mal los. Jetzt wird der Riesenpanzerschrank nur mit ein paar scharfen Tropfen geknackt. Halt die Säcke auf. Ich packe ein. So, das war's. Und ab. Ja.
stellt euch vor mich. Los. Na los, schneller kommt. Los, Philipp, umladen. Die Sachen müssen auch in die Wäscherei. Soll ich's mitnehmen? Nein, nein, danke. Wir machen das schon. Ist ja fast gar nichts drin. Während der Vorstellung im angrenzenden Revue-Theater gab die Sortisten ausgeraubt. Die in der Requisite des Theaters gefundenen Originalgeldsäcke der Bank enthielten jedoch nur Theatergeld, also billigste Fälschungen. Die Polizei ermittelt gegen Bankdirektor Chirac, weil sie ihn verdächtigt, den Raub bestellt zu haben, um von eigenen Unterschlagungen abzulenken. Denn die Summe des Theatergeldes stimmt exakt mit der von ihm angegebenen Höhe der geraubten Summe überein. Wirklich ein reizender Junge, dieser Alex. Schade, dass ich nicht jünger bin. Es ist nur ein Glück, dass wir den Kannibalen loswerden. Ich traue diesem Schornsteinfeger nicht. Noch so ein freches Wort und ich mache deine Gehaltserhöhung rückgängig und entziehe dir den Cognac. Na los! Ja, er wäre schon eine Sünde wert. Aber man kann ja nicht alles haben.